Die große Hitze ist vorbei, der Frühherbst zieht ins Land, aber wir brauchen nicht deprimiert sein, denn es gibt viele Pflanzen, die jetzt wunderschön blühen. Wie man sie pflegt und was man sonst zu tun hat, darum geht es heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Das Sonnenauge schaut doch aus wie eine kleine Sonne und da gibt es viele Pflanzen, die jetzt mit ihren gelben, leuchtenden Blüten noch einmal so richtig Licht in den Garten bringen. Aber nicht nur leuchtend gelb, sondern auch viele andere Farben bringen noch den Herbst so richtig zum Glühen. So, was ist bei diesen Pflanzen zu tun? Im Prinzip nichts, denn diese Pflanzen blühen bis fast zum Frost, dann werden sie den Winter über stehen gelassen und erst im Frühjahr abgeschnitten und dann kommen sie wieder, damit eine ganz pflegeleichte Pflanze. Aber was ist zum Beispiel mit den Hortensien? Kein Aber, sondern bei den Hortensien ist es genauso wie bei vielen anderen Pflanzen. Diese vertrockneten Blütenstände bleiben stehen. Warum? Die schauen sehr, sehr schön aus, wenn sie sich dann so grün-braun färben. Wenn im Herbst dann die Spinnennetze kommen, herrlich, eine wunderbare Gestaltung im Garten. Und jetzt denken wir noch weiter vor, wenn dann der erste Raureif kommt, dann schmücken sich diese Blüten mit den kleinen Eiskristallen. Also nicht abschneiden, stehen lassen, wie generell Hortensien, nämlich diese Hortensie, die Bauerngartenhortensie, jetzt nicht geschnitten wird. Hier in diesen Trieben drinnen ist schon die Blüte fürs kommende Jahr. Und dann gibt es im kommenden Jahr wieder so herrliche Hortensien. Und noch eine Hortensie hat jetzt den großen Auftritt. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Die Rispenhortensie. Was passiert mit der in den nächsten Tagen? Nichts. Sie blüht und blüht und blüht. Und auch sie bleibt den ganzen Winter mit der vertrockneten Blüte stehen. Im Frühjahr wird sie dann ganz stark zurückgeschnitten. Das ist der Unterschied zur Bauerngartenhortensie. Denn diese Hortensie blüht am einjährigen Holz. Also eine pflegeleichte Pflanze, wo man gar nicht lange überlegen muss, was man tun muss. So, und jetzt kommt noch eine Pflanze, die was ganz Besonderes ist. Der Mönchspfeffer, eine ganz, ganz alte Pflanze, hier in einer weiß-rosa Form, normalerweise blüht sie blau, wächst übrigens ganz langsam und manchmal friert sie auch zurück. Also, diese Pflanze war im heurigen Frühjahr ganz weit runtergefroren, ist aber jetzt in voller Blüte und wie man sieht, das sind viele Bienen und Hummeln. Ja, das war früher eine Heilpflanze. Man hat gedacht, daher der Name Mönchspfeffer, es wird das unterdrückt, was die Mönche nicht tun sollen. Aber in Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Also daher beim Mönchspfeffer auf die Dosierung aufpassen und besser nur die Blüten genießen und nicht lang herum experimentieren. Von den weißen Farbtönen nun zu den roten Farbtönen, auch so typisch für den Herbst. Wir sind bei der Kermesbeere angelangt. Der eine oder andere wird sie vielleicht im Garten gefunden haben. Sie ist nicht ganz unproblematisch, denn sie hat einen gewissen Ausbreitungsdrang. Aber einige Exemplare bleiben bei uns stehen, weil sie einfach eindrucksvoll sind. Zuerst weiße Blüten und dann kommen jetzt diese rötlichen Fruchtstände und später dann die ganz pinken oder fast schwarzen Früchte. Und die holen sich die Vögel und die verbreiten sie. Und daher aufpassen im Frühjahr, einige dieser Pflanzen unbedingt auszupfen, damit es nicht zu einer Invasion wird. Aber ansonsten finde ich sie, ist es eine sehr, sehr interessante Pflanze. Genauso interessant wie eine Pflanze, die ganz typisch für den Herbst ist. Die fette Henne Sedum Herbstfreude. Wahrscheinlich die schönste Pflanze für den Herbst überhaupt. Man muss sich vorstellen, wenn jetzt dann die Sonne rauskommt, dann ist die voll mit Bienen und Hummeln. Eine Pflanze, die sehr, sehr lange braucht, bis sie aufblüht. Aber wenn sie dann blüht, dann ist sie ein absoluter Magnet. Wichtig bei dieser Pflanze, wenn man sie pflanzt, dort hinsetzen, wo ein karger Boden ist. Sonst wird sie nämlich zu üppig wachsen und immer umfallen. Aber wenig Wasser, karger Boden und dann gedeiht sie wirklich ganz, ganz prächtig. Ja, so ist der Herbst im Garten. Also gar nicht so langweilig, wie man denkt. Gehört alles zum Herbst dazu und da gibt es noch viel, viel mehr. Viel Spaß beim Garteln.